Was ich hier in den Händen halte, das könnte die Zukunft der Computerindustrie sein. Und ich denke mir, sie dreht sich in eine wirklich wohlgestaltete Zukunft. Was sich noch alles dreht und bewegt hier auf diesem Messegelände. Ich habe es schon gesagt, die Stände sind wunderschön ausgestattet. 3 Monate vorher macht man sich Gedanken, wie ein Stand aussehen könnte. 3 Wochen wird aufgebaut und Olaf Kauner hat wieder einen ganz besonderen Leckerbissen gefunden. Den guten alten Globus, jeder kennt ihn, dieser ist auf den ersten Blick sehr schlicht. Ich hätte ihn trotzdem gern zu Hause, denn er kann wahre Wunderdinge vollbringen. Herr Pritloff, was kann er alles? Wir könnten ja mal gucken, wo wir uns gerade befinden, glaube ich. Ja, wir befinden uns ja auf dem CeBIT, auf dem Messegelände. Also fliege ich hier mal Deutschland an, direkt aus dem Weltall. Das System kann nun nahtlos auf diesen Bereich runterzoomen. Wir nähern uns dem hier jetzt relativ zügig an. Wie entstehen die Bilder? Die Bilder werden aus Satellitenbildern und aus Luftbildern und zuletzt auch aus Architekturmodellen gewonnen und dann hier in dem System zusammengebracht, sodass man hier eben nahtlos bis auf Gebäudeebene herunterfliegen kann. Wer ist ein potenzieller Anwender? Das System ist hervorragend geeignet für Präsentationen oder eben auch für Produktionen, wo VR-Simulationen notwendig sind. Was ist denn noch alles möglich? Jetzt sehe ich schon detailgetreu das Messegelände. Was ist noch denkbar? Im Prinzip können alle Informationen eingeblendet werden, die in irgendeiner Form einen Bezug haben auf die Erde oder sogar das Weltall. Statistische Informationen, geografische, geologische Unterrichtsmaterialien oder eben auch aktuelle Trends lassen sich in irgendeiner Form visualisieren. Das System ist da ganz offen. Und man kann, wenn man will, bis in die Hallen hineinfliegen. Ich bin froh, dass man nicht zu meiner Wohnung geflogen ist, denn da ist heute nicht aufgeräumt.